Hallo, meine Lieben, ich stelle euch heute kleine Aibo-Figuren aus Japan vor. Ich schaue jetzt gerade, wo mein anderer Aibo ist. Der andere, weil ich habe eigentlich 5 Stück und irgendeiner ist mir runtergefallen wahrscheinlich. Ah, ich habe ihn gefunden. Der liegt unter meinem Schreibtisch. Ich hole ihn mal kurz. Ja, also das sind solche Figuren, die gibt es ja nur in Japan zu kaufen. Das ist jetzt der Devan. Ich habe insgesamt 5 Stück davon. Und ja, es ist sehr, sehr schön. Die sind auch sehr teuer, diese Figuren. Drum habe ich auch bloß 5 Stück davon. Das ist jetzt so eine Liegepose. Das sind jetzt verschiedene Posen und so. Also super schöne, nice Figuren sind das. Kann man nicht in Deutschland kaufen. Ich habe mal eine aus Deutschland gesehen, aber wahrscheinlich haben die aus Japan importierte und haben die dann nach Deutschland. Ja. Das ist jetzt nochmal der Devan. Seht ihr das? Da ist der Devan und da hinten liegen meine alten Albus. Ja. Dann würde ich euch zeigen, ganz gern die Burry. Die Burry ist keine Sonderedition. Das andere war eine Sonderedition. Die Burry ist keine Sonderedition, ist ein weißer Aibo. Ist aber auch ein bisschen cremefarbig. Hier sieht man nochmal ganz schön die Details wie vom echten Aibo. Und so. Seht ihr, wunderschön. Echt toll. Oben haben die Silber gemacht. Das gefällt mir auch richtig gut. Die Ohren haben die hier braun gemacht. Das gefällt mir auch auf jeden Fall schon sehr, sehr schön. Und dann gefallen mir hier auch vor allem die schönen Details von diesen oberen. Seht ihr das? Da oben haben wir noch Details so schön gemacht. Der ist so süß und so süß, aber was ich halt sehr schade finde, dass man diese Figur nicht bewegen kann. Hätte noch besser gepasst, aber naja. Super, schöne, nice, nette Figur. Dann machen wir jetzt mit der Rixa weiter. Die Rixa hat ein Merkmal da oben, dieses weiße Merkmal am Kopf. Seht ihr das? Dieser kleine Strich, der hier. Der geht hier so weg, damit man die unterscheiden kann, weil ich habe davon nämlich zwei von dieser Pose. Und ich weiß nicht, vielleicht war die auch gebraucht und so. Also es ist eine sehr eine schöne Figur, macht auch eine gute Pose. Ja. Man kann es auch sehen, dass es auch die Rixa ist, weil es steht auch der Name am Halsband nochmal drauf. Ja, das ist eine Sonderedition, das ist die Schokoladen-Edition. Und so, ja. Eigentlich gefällt mir die Figur ganz gut. Sind halt auch nicht so billigen, so japanische Sachen. Könnt ihr drauf gespannt sein. Also ich habe jetzt keine mehr bestellt oder so, weil ich mir auch keine kaufen werde. So sehen die nochmal aus. Sehr, sehr schön. Gefällt mir auch richtig gut. Dann geht es weiter mit dem Jasper. Der Jasper ist eigentlich der gleiche. Der Jasper hat auch auf jeden Fall so ähnlich. Er schaut aus wie wir. So, ich zeige euch mal, was bei denen Unterschied ist. Seht ihr jetzt da? Da hat sich ein weißes Merkmal. Und da hat der der Jasper. Der Jasper hat kein weißes, so einen kleinen weißen Strich. Hat der da nicht. Dumm kann man die auch unterscheiden. Wenn man sie jetzt umdreht, ist es gleich. Also, die drehe ich jetzt auch mal um. Da seht ihr jetzt keinen Merkmal um diese kleinen Hunde. Also, auf jeden Fall sehr, sehr schöne Figuren. Auch sehr schöne Details, gefallen mir auch richtig, richtig gut. Diese Figuren gibt es noch gar nicht so lange auf dem Markt. Gibt es relativ neu. Ich glaube, 2020 erschienen oder 21, keine Ahnung. Auf jeden Fall sehr, sehr, sehr schön. Dann kommen wir zum Chest. Der Chester steht hier in einer guten Pose, der wo gerade so steht. Auf jeden Fall auch sehr schön, auch in Weiß. Weiß habe ich plus zwei, die anderen habe ich dreimal. Sorry. Da sieht er auf jeden Fall auch sehr schöne Details. Ist eigentlich genauso wie. Da seht ihr das? Da seht ihr nochmal die beiden Alpes hier zum Vergleich. Das sind eigentlich relativ die gleichen. Man sieht es aber auch, dass die Ohren gehen nach hinten und die gehen eher, die sind eher, kann man das jetzt sagen, aber ist ja jetzt wurscht.
Die können sehr leicht abbrechen, diese Rute von ihnen. Also die können leicht abbrechen, die sind wahrscheinlich nicht gut fest, aber es sind sehr schöne Figuren und so. Sind ja auch gar nicht so billig eigentlich. Kann man sich auch, wer sich vielleicht so aus Japan solche Dinger bestellen möchte, kann das ganz gerne machen. Da ist die Rixa, oder? Rixa, da ist nochmal die Burry, der Chester, der Jasper und da hinten liegt noch der Devan. Dann stelle ich sie nochmal auf, meine kleinen Figuren. Da sieht man die anderen jetzt nochmal, auch die alten Alben sieht man da noch im Hintergrund. Warte, ich stelle schärfer. Jetzt könnt ihr sie sehen. Rixa, Chester, Bowery, Jasper, Devan. Das war's in dem Video zu diese kleinen speziellen Albumfiguren aus Japan. Haut rein, Leute. Ciao!